Heute, was geht ab, Leute? Hong hier. Krasse Neuigkeiten kamen gestern Abend. Ich zeige euch mal ein Video von der Woche. Alles sieht es noch einmal. Klammer auf, Theorie. Ja, das ist keine Theorie mehr, das bestätigt. Bam! Der nächste C-Day wurde angekündigt. Beziehungsweise C-Days. Ja, sind an sich eigentlich sogar vier. Freitagabend fängt es an. Läuft Samstag, Sonntag. Und dann noch Montag bis 8 Uhr in der Früh. Feiert ein Jahr C-Days im Dezember. Bisasam, Glumanda, Shigi, Pikachu, Evoli, Dratini, Endivie, Feurigel, Kanimani, Voltilam, Lavita und Tane werden wiederkommen, werden vermehrt in der Wildnis spawnen. Und das ganze Wochenende lang. Also falls ihr einen C-Day verpasst habt, dann ist das eure Chance. Zusätzlich wird es für 3 Stunden einfach jeden Bonus geben. Aber in abgeschwächter Form. Normal gibt es ja dreifach Staub, dreifach EP und ein Viertel nur noch der Kilometer fürs Brüten. Aber jetzt gibt es Doppel EP, Doppelstaub und die Hälfte der Kilometer. Dieses Event, dieser Bonus oder die Bonis, die gibt es nur für 3 Stunden. Und zwar am 1. Dezember, ich glaube 1. Advent, ist der Samstag, wie immer von 11 bis 14 Uhr. Und alle exklusiven Moves von allen C-Days werden das ganze Wochenende über verfügbar sein. Ja, das heißt für mich, dass ich noch ein paar relativ gute Lavita zu Steinkarten Despotas machen kann. Also Steinkarte kann das sowieso. Ich meine Stein, also Katapult. Und dann natürlich Lucky Voltilam, Lucky Dratini und noch ein paar Lucky Evoli. Von denen kann man nie genug haben. Wie in dem Video bereits gesagt, ich finde es eigentlich ganz gut. Viele Leute beschweren sich jetzt. Exklusivitätswerk, Alter. Ich habe mir damals extra freigenommen und jetzt bringen die sowas, was soll denn das? Dann habe ich mir ja damals völlig umsonst freigenommen. Genau wie bei den Videos davor mit den Safari-Zonen und... Wie heißt der Großhandel da? Corazon? Genau. Und Corazon habe ich gesagt, hey, es geht um die Erfahrung. Wenn du am C-Day keinen Spaß hattest, dann hast du echt umsonst freigenommen. Dass die jetzt nochmal kommen, mindert ja nicht das von früher. Aber so sehen das viele nicht. Auf jeden Fall, hey, es muss doch nicht alles immer exklusiv sein. Vor allem bei Niantic nicht, da ist nie was exklusiv. Und was bringt euch diese Exklusivität? Absolut gar nichts, Alter. Das Einzige, was zählt, ist Spaß, Alter. Ich betone, Spaß. Und ich kann mir vorstellen, dieses Wochenende wird auch wieder Spaß machen. Dementsprechend freue ich mich auf jeden Fall. Ich gebe den Jungs Bescheid, auch wenn die nicht so oft kommen, auch wenn die das nicht so interessiert. Ich denke mal, das wird die interessieren. Weil zum Beispiel Dimi erst ab... Boah, wann hat er wieder angefangen? Evoli war sein erster C-Day. Also er hat eine Menge verpasst. Ich denke mal, Shigi mit Sonnenbrille oder so wird auch wieder auftauchen. Das feiert er. Und natürlich Despotar, klasse Despotas. Mit Stein kann er machen. Shiny Dratini hat er verpasst. Also ich denke, das wird die auf jeden Fall interessieren. Und das ist halt eben auch die breite Masse der Spieler. Und die wird das interessieren, glaube ich. Aber schreibt eure Meinung und in die Kommentare. Was haltet ihr davon? Dass alle C-Days nochmal kommen. Ja, freut ihr euch? Habt ihr irgendwas verpasst? Oder seid ihr so, ja, Mist, nicht mehr exklusiv. Jetzt habe ich damals unnötig freigenommen oder mir unnötig Zeit genommen. Alles unten in den Kommentaren. Aber das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.